Kannibalismus ist tabu, zumindest auf der Erde. Draußen im Weltall sieht das schon ganz anders aus und wir sind froh darüber. Denn erst durch eine Art galaktischen Kannibalismus gelangte ein Planet aus einer fremden Galaxie in unsere Milchstraße und damit in die Reichweite der Astronomen. Ein europäisches Team entdeckte einen Jupiter-ähnlichen Planeten, der einen totgeweihten Stern umkreist. Sein Stern wird sterben und den Planeten vermutlich verschlingen. Bis es soweit ist, liefern uns Stern und Planet atemberaubende Hinweise auf das Schicksal unseres Sonnensystems in ferner Zukunft. Bislang haben Astronomen rund 500 Planeten gefunden, die fremde Sterne in unserer kosmischen Nachbarschaft umkreisen, jedoch keinen einzigen außerhalb der Milchstraße. Das ist nun anders. Der neue Planet ist mindestens ein Viertelmal so groß wie der Jupiter und umkreist einen Stern, der nicht aus unserer Galaxie stammt, sich durch einen glücklichen Zufall jedoch in ihr befindet. Dieser Stern heißt HIP 13044 und ist rund 2000 Lichtjahre von unserer Erde entfernt. Er ist Teil des sogenannten Hermes-Streams, ein Strom von Sternen, der ursprünglich zu einer Zwerggalaxie gehörte. Diese Galaxie war nicht nur klein, bei der Begegnung mit der Milchstraße zog sie auch noch den kürzeren und wurde kurzerhand verschlungen. So landeten Stern und Planet in unserer Galaxie. Auf den Planeten aufmerksam wurden die Forscher, weil sein Stern auf verräterische Weise durchs All eiert. Er strauchelt förmlich aufgrund des gravitativen Sogs eines ihn umkreisenden Begleiters. Mithilfe von Pharos, einem hochauflösenden Spektrographen im La Silla-Observatorium in Chile, waren die Forscher in der Lage, diese präzise Beobachtung zu machen und so den Planeten zu entlarven. HIP 13044b, so sein Name, ist einer von ganz wenigen Exoplaneten, die das massive Ausdehnen ihres Sterns überlebt haben. HIP 13044 wurde, nachdem aller Wasserstoff in seinem Kern verbraucht war, zum Roten Riesen. Umso erstaunlicher ist es, wie nahe sich Exoplanet und Stern sind. Auf seiner elliptischen Umlaufbahn nähert sich der Planet bis auf 5,5% des Erde-Sonne-Abstands seinem Stern. Er umrundet diesen in nur 16 Tagen. Astronomen vermuten, dass der Planet in einem ganz anderen, viel größeren Orbit unterwegs war und erst durch die rote Riesenphase seiner Sonne nach innen gewandert ist. Andere Planeten, die näher dran waren an HIP 13044, hatten vermutlich nicht so viel Glück und wurden zerstört. Auch wenn der Jupiter-ähnliche Exoplanet diesem Schicksal entgangen ist, in Sicherheit ist er nicht. Sein Stern wird sich in der nächsten Phase seiner stellaren Evolution erneut ausdehnen und vermutlich dann den nun so nahegelegenen Planeten doch noch verschlingen. Die Suche nach weiteren Planeten, die sich in der Nähe von sterbenden Sternen befinden, geht weiter. Sie könnten uns mehr verraten über das Schicksal der Planeten in unserem Sonnensystem, denn auch unsere Sonne wird eines Tages in 4 bis 5 Milliarden Jahren zum Roten Riesen werden. Sein Stern wird sterben und den Planeten vermutlich verschlingen. Bis es soweit ist, liefern uns Stern und Planet atemberaubende Hinweise auf das Schicksal unseres Sonnensystems in ferner Zukunft. Bislang haben Astronomen rund 500 Planeten gefunden, die fremde Sterne in unserer kosmischen Nachbarschaft umkreisen, jedoch keinen einzigen außerhalb der Milchstraße. Das ist nun anders. Der neue Planet ist mindestens ein Viertelmal so groß wie der Jupiter und umkreist einen Stern, der nicht aus unserer Galaxie stammt, sich durch einen glücklichen Zufall jedoch in ihr befindet. Dieser Stern heißt HIP 13044 und ist rund 2000 Lichtjahre von unserer Erde entfernt. Er ist Teil des sogenannten Hermes-Streams, ein Strom von Sternen, der ursprünglich zu einer Zwerggalaxie gehörte. Diese Galaxie war nicht nur klein, bei der Begegnung mit der Milchstraße zog sie auch noch den kürzeren und wurde kurzerhand verschlungen. So landeten Stern und Planet in unserer Galaxie. Auf den Planeten aufmerksam wurden die Forscher, weil sein Stern auf verräterische Weise durchs All eiert. Er strauchelt förmlich aufgrund des gravitativen Sogs eines ihn umkreisenden Begleiters.
Mithilfe von Pharos, einem hochauflösenden Spektrographen im La Silla-Observatorium in Chile, waren die Forscher in der Lage, diese präzise Beobachtung zu machen und so den Planeten zu entlarven. HIP-13044b, so sein Name, ist einer von ganz wenigen Exoplaneten, die das massive Ausdehnen ihres Sterns überlebt haben. HIP-13044 wurde, nachdem aller Wasserstoff in seinem Kern verbraucht war, zum Roten Riesen. Umso erstaunlicher ist es, wie nahe sich Exoplanet und Stern sind. Auf seiner elliptischen Umlaufbahn nähert sich der Planet bis auf 5,5% des Erde-Sonne-Abstands seinem Stern. Er umrundet diesen in nur 16 Tagen. Astronomen vermuten, dass der Planet in einem ganz anderen, viel größeren Orbit unterwegs war und erst durch die rote Riesenphase seiner Sonne nach innen gewandert ist. Andere Planeten, die näher dran waren an HIP-13044, hatten vermutlich nicht so viel Glück und wurden zerstört. Auch wenn der Jupiter-ähnliche Exoplanet diesem Schicksal entgangen ist, in Sicherheit ist er nicht. Sein Stern wird sich in der nächsten Phase seiner stellaren Evolution erneut ausdehnen und vermutlich dann den nun so nahegelegenen Planeten doch noch verschlingen. Die Suche nach weiteren Planeten, die sich in der Nähe von sterbenden Sternen befinden, geht weiter. Sie könnten uns mehr verraten über das Schicksal der Planeten in unserem Sonnensystem, denn auch unsere Sonne wird eines Tages in 4 bis 5 Milliarden Jahren zum Roten Riesen werden.